Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zum Rückspiel gegen Paris Saint-Germain in der Champions League. Viertelfinale, Rückspiel. Das Hinspiel endete, ja, so richtig tatsächlich unglücklich mit 2 zu 2. Vorher hätte ich gesagt, ich würde sofort unterschreiben. Aber jetzt haben wir natürlich noch die Chance, das Ding im Rückspiel klar zu machen. So, wir müssen leider unsere Mannschaft ein bisschen umstellen, weil De Ligt mit glattrot vom Platz geflogen ist. Darf also nicht antreten. Da ich mir gesehen habe, dass der Gomez tatsächlich eine Alternative ist, wird der tatsächlich von Beginn an, wird der tatsächlich zumindest mal auf der Bank sitzen. Das ist zumindest mal erstmal der erste Fakt. Ja, nach diesem 2-1 gegen Nürnberg sind wir kurz vor der Meisterschaft. Die können wir tatsächlich mit dem Spiel zu Hause gegen Eintracht Frankfurt klar machen. Aber wie gesagt, da machen wir noch keine Gedanken, wie das jetzt gerade irgendwie alles läuft. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir den nächsten Step machen und der heißt ab ins Halbfinale. Champions League steht an, Rückspiel gegen Paris. Mal gucken. Wie gesagt, es wird ja alles reichen, was 0-0, solange es 0-0, 1-1 oder irgendwie so in die Richtung was steht, oder wir führen, ist es egal. Mal kommen. Ach, scheiße, der hätte gerade das übernommen. Naja. Egal. Wir wollen in die nächste Runde, den nächsten Schritt machen. Ja, genau. Borussia Dortmund empfängt Paris Saint-Germain. Da wollen sie natürlich jetzt den nächsten Step machen. Wie gesagt, hier muss es 0 zu 0, 1 zu 1 und der Sieg Dortmund sein. Dann ist das immer durch. Alles unentschieden. 3-3, 4-4, 5-5 und aufwärts. Oder Sieg Paris bedeutet, dass die Franzosen in der nächsten Runde einstellen. Das ist so einfach mit diesem 2 zu 2 im Spiel. Nehmen wir kurz das Mannschaftsfoto vor dem Anpfiff. Es geht heute um nichts weiter als um den Einzug ins Halbfinale. Wir wollen definitiv hier heute den Schritt machen. Dybala, der kennt das Ding hier. Auf geht's, los geht's. Eine ähnliche Leistung wie im Hinspiel, wo Borussia Dortmund eigentlich klar die bessere Mannschaft war, trotzdem nur zu einem 2 zu 2 kam. Der Paris hat zweimal die Chance nutzte. Sancho. Hat ein bisschen Platz. Der Sancho hat ein bisschen Platz.
Und Trapp verhindert hier das 0 zu 1 schon. Das 1 zu 0 zumindest. Riesenchance schon für BVB direkt am Anfang. Diallo! Wieder Latte! Im Hinspiel trafen sie zweimal Alu. Jawohl. Ah. Ah, da kam man dann noch dran. Okay, deswegen kam er nicht durch. Für Dortmund wäre es heute auch egal, wenn sie keine Tore, heute keine Tore fallen. Einfach ganz einfach. Wie gesagt, solange sie 0 zu 0 steht, ist es ziemlich egal. Sigurd zurück. Okay, der ist Kilometer weit drüber. Das ist ziemlich egal. Füllt nach einer Viertelstunde, wie gesagt, momentan auch Paris raus. Das ist ja schon eine Hausnummer. Aber ja, darüber mache ich mir jetzt keine Gedanken. Ich will nur mein Spiel durchziehen. Sancho! Das sind so Nein! Das sind Chancen, die du nutzen musst. Sigurdsson. Neymar gegen Diallo. Diallo setzt ein Luftzeichen. Eine Luftmarke. Nein, du gibst ja von. Mann, direkt gelb. Warum muss man mit mir mal gelb direkt ziehen? Bei denen können wir da, kannst du tausendmal laufen lassen oder was? In der Kurzecke geben, gibt es auch. Ecke. Ich darf eigentlich hier gar nicht ausscheiden heute. Unser Ball. Ich darf hier eigentlich gar nicht ausscheiden aus diesem Spiel. Es darf nicht passieren. Brandt. Dubala. Yes! Jetzt muss Paris Minimum zweimal treffen. Und der Ball passt. Es ist das 1 zu 0 durch Paulo Dybala. Minute, sein fünftes Tor in der Champions League in dieser Saison. Im Hinspiel macht er ja Nummer 4. Ja. Das macht die Aufgabe für Paris vor allen Dingen nur schwerer. Delaney. Knappes Ding, aber Witzel kriegt den Ball. Schade. Na, ist ruhig laufen. Ist in Ordnung, passt also. Diallo. Reus. Reus. Verliert der Ball an Marquinhos. Diallo passt. Cavani kommt nicht hinterher. Aber dann solche Bälle im Mittelfeld.
Verratti holt sich den Ball von Hakimi. Das könnte Ecke geben, gibt es auch. Ja gut, Hakimi hat den Ball schon in der... Schon sicher gehabt. Jetzt haben wir ihn. Erstmal. Schöner Ball. Sancho! Dortmund verpasst hier irgendwie das 2-0 wieder zu machen. Wie im Hinspiel auch. Ah. Sind wieder so blöde Fehlpässe. Ah, den muss er doch haben. Pfeife ab, komm. Pfeife zumindest eine Pause, komm. Ja. Ja, erste Halbzeit zumindest alles in Ordnung. Juve 1-1 gegen Atletico. So, auf. Zweite Halbzeit. Sigurdsson. An dem war ich nämlich auch dran. Bei Paris zugeschlagen. Ui. So, zumindest ist das mal. Ja, Paris muss natürlich jetzt kommen. Die werden natürlich jetzt ein bisschen angestachelt. Die müssen ja schließlich jetzt hier eins irgendwas hier auf die Reihe kriegen. Mbappé. Kera, wieder Mbappé. Und dann macht er kurz mal eben der Pavard kurz einen Prozess da hinten. Das könnte noch eine Karte geben. Das sind so viele blöde Ballverluste. Ich komme jetzt gerade nicht hinten raus. Kera. Ich komme gerade nicht hinten raus. So, wie lange? Ah, es gefällt mir nicht. Leute, meine Fresse! Ich muss wechseln, ich muss diesen Wechsel ziehen. Brand rein, Jakob, sie trauen dem 17-Jährigen diese Situation zu. Sie nehmen Neymar raus, bringen und Sigurdsson raus. Okay, Doppelwechsel bei Paris. Gerade gar nicht. Mbappé. Na, das darf nicht passieren. 67. Minute. So ein Dings. 1-1. Wenn das ein Ding fällt. Der Ball weg ist er.
wollte so ein bisschen nur mal sicher gehen. Papa. Kurz. Das müsste unser geben. Ja. Jakobs. Nein! Dybala! Es würde deutlich mehr Ruhe reinbringen, wenn wir das 2-0 machen würden. Scheiße. Ja, das bringt mir nichts. Ich bringe jetzt Pause natürlich für Reus, wenn ich hier nicht bin. Bevor ich jetzt irgendwas mache. Pause kann wenigstens mal ein bisschen versuchen zu sprinten. Paris, was mit dem Ballfluss da hinten, das ist fast tödlich wäre. Mbappé. Gegen Lucas, der ist weg. Ich muss Reus nämlich runternehmen, weil der mir irgendwie, weil der ja auch ein bisschen müde ist. Der ist weg. 80. 10 Minuten braucht Paris, hat Paris noch für 2 Tore. Sancho. Ecke. Nein, Abstoß. Weg. Jawohl. Und Paulsen macht der Josef Paulsen hier den Sack zu? Nein. Vorerst noch nicht. Zu wenig. Dybala. Halbfinale. Gegen Arsenal tatsächlich durchgeduselt und gegen Paris dann, ja, auch wenn Paris ein bisschen viel doch ordentlich Druck gemacht hat. In meinen Augen die bessere Mannschaft über beide Spiele hinweg hat gewonnen. Ist weiter. Wir haben hier mehrmals verpasst, das 2-0 zu machen. War wirklich zwingend, das war auch. Ja gut, Paris hat auch noch gute Chancen gehabt. Aber scheiß was drauf, wir sind weiter. Mein Gott, wir stehen im Halbfinale. Who cares? Am Ende juckt es niemand. Mit einem 2-2 in Paris, wo die echt Glück hatten, dass sie wirklich nicht noch was für, noch welche geschluckt haben. Und das 1-0 gegen Dortmund hätte zu Hause hätte auch noch ein bisschen höher ausfallen können. Scheiß was drauf, wir sind weiter. Punkt. Ende aus. Am Ende ist es Jacke wie Hose, wie es zustande gekommen ist. Wir stehen im Halbfinale und das ist das Wichtigste. Am Ende, nach dem Wie, fragt überhaupt niemanden mehr. Gut, dann war's das für euch uns heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play FIFA 19 und dann geht's weiter am 30. Spieltag gegen Eintracht Frankfurt. Da wollen wir natürlich auch, ja, eventuell sogar schon den Titel klar machen, aber das wirklich auf die Reihe bekommen. Das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.